Jo Leute, was geht? Weihnachten steht vor der Tür, Freunde. Und heute dachte ich mir, gibt es etwas Spezielles. Und zwar spielen wir heute GTA 5 als Weihnachtsmann und verteilen Geschenke in ganz Los Santos. Und Freunde, wir befinden uns aktuell hier auf dem Nordpol. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Wir befinden uns hier wirklich auf einer brandneuen Map in GTA 5, Leute. Und ihr seht, es ist alles so wunderschön weihnachtlich dekoriert. Vor allem, Leute, gönnt euch einfach mal kurz diese Musik, die einfach von den Weihnachtsbäumen kommt. Alter, das macht wirklich richtig coole Musik. Und ja, Freunde, ich würde sagen, ich zeige euch erstmal, bevor wir so wirklich nach Los Santos fliegen, Leute, wie dieser Ort tatsächlich aussieht. Denn, Freunde, das hier ist tatsächlich einfach der ganze Nordpol in GTA 5. Und es gibt hier wirklich so viele Dinge zu entdecken, Leute. Und all die Menschen, die auf dieser Insel leben, Freunde, die arbeiten tatsächlich für den Weihnachtsmann und sorgen dafür, dass Weihnachten wie jedes Jahr in Ordnung gefeiert werden kann. So, das hier ist zum Beispiel, Leute, das Gebäude, das Büro des Weihnachtsmanns da. Geht die ganze Action ab. Und hier, Leute, ist natürlich ein Festplatz, weil die meisten Geschenke sind mittlerweile schon eingepackt worden. Und hier haben wir einfach so viele Persönlichkeiten in GTA 5. Wir haben zum Beispiel hier diesen einen Typen aus Nordjenken. Erkennt ihr ihn noch als Fahrer aus der Nordjenken-Mission? Jetzt ist er mittlerweile beim Nordpol angekommen. Und viele, viele weitere Leute, die hier am Start sind. Und wir haben natürlich auch noch so einen riesigen Weihnachtsbaum dort am Start. Und alles wird hier verteilt. Glühwein, gebrannte Mandeln. Es ist wie ein richtiger Weihnachtsmarkt, Leute. Und ich muss am Ende sagen, wirklich, dieser Ort, Leute, der ist wirklich groß. Also es gibt wirklich so viel zu erkunden hier auf dem Nordpol. Aber Leute, wir haben eine Pflicht und aus dem Grund würde ich sagen, wir... Wow, was flackert denn hier? Ich glaube, Leute, sollten mal jemand hier die Stromrechnung bezahlen oder sowas, warum das hier rumflackert. Wir machen uns direkt hier, Leute, auf dem Weg, nämlich zu unserem Rentierschiff. Wie nennt man das nochmal? Rentierwaggon, Rentierwagen, wie man das auch immer nennt, Leute. Damit der Weihnachtsmann halt quasi natürlich die Geschenke verteilen kann. Und Freunde, das hier sind unsere 4 Rentiere. Diejenigen, die jedes Jahr immer hart ackern müssen, dass wir die Geschenke auf der ganzen Welt und in Los Santos verteilen können. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal, was heute dran ist. Also, wir haben hier in dem ersten Wagen ein paar, so eine Lokomotive. Dann hier so einen riesigen Ball. Das sieht aus wie so ein Gymnastikball. Ein ganz großes Geschenk, ey. Vielleicht ist da eine PlayStation 5 drin. Wäre auf jeden Fall der Hammer. Und oben ist das sogar ein Jetski? Nee, das ist so eine Art Titanic-Schiff, Alter. Coole Geschenke auf jeden Fall, die da drin sind. Und sogar noch ein Modellflugzeug, einen riesigen Fußball, noch mehr Geschenke und, Leute, was in dem Sack alles drin. Es sind so viele Geschenke da drin. Und aus dem Grund, Leute, würde ich sagen, wir gehen in unser Hightech-Flugzeug. Unser Rentierflugzeug hebt ab in 3, 2, 1 und let's go, Leute. Wir heben ab. Und Freunde, vergesst natürlich nicht gerne ein Like da zu lassen und lasst gerne auch kostenlos ein Abo da. Ich wünsche euch natürlich frohe Weihnachten. Und Leute, morgen um 10 Uhr, am 24. Dezember um 10 Uhr, kommt meine Roomtour 2.0 und die Weihnachtsverlosung, Leute. Auf jeden Fall ein kleiner Dank von mir an euch für den ganzen Support die letzten Monate. Und wenn ihr wollt, Leute, lasst gerne ein Abo da, damit ihr mich auch supportet. Und ich würde sagen, wir heben ab, Leute. Und wir machen uns auf den Weg nach Los Santos. Und das wird auf jeden Fall, Leute, kann ich euch sagen, ein ganz schön langer Flug werden. Boah, Alter, ist das Wetter nicht gut. Das ist echt nicht optimal. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Ah, 23.37 Uhr. Im Notfall hat der Weihnachtsmann eine Energie, Leute, wie er die Zeit auf jeden Fall anhalten kann. Oder er holt sich ein paar Gehilfen, die als Weihnachtsmann ein paar andere Geschenke verteilen. So, aber ich würde sagen, Leute, wir sind jetzt in Los Santos angekommen. Und dann bin ich mal gespannt. Oh, es gibt ein kleines Problem, Leute. Wieso sind so viele Menschen mit den Autos auf den Straßen unterwegs? Das war nicht geplant. Und auf der Map, Leute, es wird mir angezeigt, es gibt so viele Häuser, die wir beliefern müssen. Oh mein Gott, ich glaube, das schaffe ich nicht alleine. Definitiv nicht. Aber gut, dann lass uns mal zusammen in dieses Haus dorthin fahren. Ich glaube, das wird auf jeden Fall eine gute Sache machen. Machen wir ihm erstmal eine Freude. Vor allem, wie sieht das jetzt eigentlich in First Person aus, wenn ich da hingehe? Wow. Oh mein Gott. Ah, oh, die ganzen Geschenke, Leute. Am liebsten würde ich die ganzen Geschenke selber nehmen, aber ich kann es nicht. Ich bin heute als der Weihnachtsmann unterwegs und wir sind heute in großer Mission. Sieht das für mich so aus oder sind die Rentier-Hörner bewegen sich, wenn ich nach oben und unten gehe? Oh mein Gott, das ist krasses Detail. So, Weihnachtsmann ist am Start. Wir sind gleich da. Okay, da ist also ein artiger Junge gewesen, der hier auf diesem Haus, glaube ich, etwas sich wünschen durfte. So, und ich würde sagen, Leute, wir landen hier. Das Haus hat leider keinen Kamin. Das heißt, wir müssen, glaube ich, durch die Tür gehen. Also wird nicht ganz leicht werden, aber gut, Leute. So, jetzt müssen wir hier top secret unterwegs sein. Natürlich, Leute, der Schnee in Los Santos ist auch da. Alles, Leute, alles ist in Los Santos hier da. Oh, ja, okay. Wow, Vorsicht, Vorsicht, der darf mich nicht entdecken. Oh mein Gott. Okay, Leute, alles cool, alles cool. Dann würde ich sagen, lasst uns zusammen reingehen. Okay, Leute, wir sind im Haus angekommen. So, also die Person schläft, Leute. Wir müssen echt ganz, ganz ruhig sein. Alles klar.
würde ich sagen, wo packen wir die Geschenke hin, frage ich mich. Also, hat er denn für den Weihnachtsmann was warum ging Geld? Alles klar. Aber immerhin, Leute, Kekse. Und das ist das Wichtigste. Natürlich Kekse, Plätzchen und Milch für den Weihnachtsmann. Das Geld will ich gar nicht haben, aber die Kekse nehme ich gerne mit. So, ja, aus Versehen habe ich jetzt das Geld ausgenommen. So, okay, würde ich sagen, der Person legen wir die Geschenke gleich hier hinters Bad. Weil die hat ja keinen Weihnachtsbaum aufgestellt. Dann gehen wir wieder raus. So, okay, dann geht's jetzt einfach ganz schnell nach raus. So, und nach Hause. So, raus. Okay, wir haben es geschafft. Warum ist hier die Polizei am Start? So, erste Person beliefert, Leute. Und ich habe gehört, auch so ein gewisser Franklin Clinton und Michael DeSanta haben sich auch noch was gewünscht. Also mal gucken, ob die auch noch später im Video etwas davon bekommen werden. So, okay. Auf geht's zur nächsten Location, Leute. Das ist nämlich bei diesem kleinen Haus. Okay, der Weihnachtsmann wird hier landen. Okay, diesmal kann ich aber wirklich... Oh, nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein! Was passiert hier? Oh mein Gott. Okay, als nächstes, Freunde, haben wir hier so ein Gebäude. Da bin ich mal gespannt. Der Weihnachtsmann muss natürlich auch echt vorsichtig sein. Hoffentlich werden wir nicht erwischt. Okay, Leute, jetzt ganz vorsichtig sein. Müssen wir mal nachschauen. Oh mein Gott, Freunde, die haben sogar noch einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Also bei denen ist definitiv gut dekoriert worden. Und ich glaube, auf der linken Seite sind sogar ein paar Geschenke. Okay, Freunde, der Weihnachtsmann bereitet alles vor. Geschenke werden da aufgestellt. Und da hinten die Person, ey, die darf nichts sehen. Ich darf auf keinen Fall was sehen. Okay. Oh mein Gott, er macht Fotos. Nein, 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 nein. Hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen hier raus. Okay, Freunde, also auf der nächsten Liste von Santa ist ein gewisser Michael DeSanta aufgelistet. Okay, dann würde ich sagen, wir suchen mal die Location auf und gehen mal Michael besuchen, den guten Alten. So, okay, Leute, hier wären wir dann angekommen und, yo, Freunde? Hey, das sieht so aus, als wäre eine Party, die abgeht. Ich will doch, hey, wie soll ich denn Geschenke verteilen, wenn da eine Party ist? Oh Mann, ey, sieht aber auch aus, als hätten die einen riesen Weihnachtsbaum und so einen ganz kleinen Weihnachtsbaum. Nee, Leute, das wäre zu gefährlich, da jetzt hinzugehen. Wir kommen in ein paar Stunden vielleicht vorbei, wenn die Party vorbei ist, weil, nee, das passt mir jetzt nicht wirklich in den Terminplan. Okay, dann kommt jetzt als nächstes Franklin Clinton. Ja, der Franklin Clinton, der hat sich nämlich Folgendes gewünscht, und zwar eine Jukebox. Okay, hier ist das Haus von Franklin und der freut sich besonders auf Weihnachten. Oh mein Gott, nein, nicht, dass das Rentier-Ding kippt. Nein, es darf nicht kippen. Oh mein Gott, war das knapp. Ich glaube, ich muss das irgendwie wieder richten. Auf jeden Fall, so wie es jetzt steht, ist okay. So, okay, dann nehmen wir die Geschenke, Leute, und bringen sie mal den Franklin. Vor allem, der wollte seine Jukebox haben, ne? Und guck mal, wie schön, Leute, er hat einfach hier sogar noch Schneemänner gebaut, zusammen, glaube ich, mit Chop. Okay, aus dem Grund würde ich sagen, wir schauen mal, ob Franklin hier ist. Und Chop, bitte schlaf, okay? Ah, okay, Chop ist gar nicht mal da. Okay, das ist sehr gut. Oh, mal gucken, ob Franklin da ist. Ja, Leute, seht ihr das? Franklin schläft. Okay. Alles klar. Das heißt, perfekt, ihm jetzt sein Geschenk zu geben. Es ist sehr, sehr schwer, das Geschenk. Ich hoffe mal, dass es nicht zu sehr Krach macht. Also dann schauen wir mal rein, wie es bei ihm aussieht. Okay. Oh, Leute. Er hat auch weihnachtlich dekoriert. Auch einen schönen Weihnachtsbaum mit ein paar dekorativen Geschenken dorthin gestellt. Ich würde sagen, die Jukebox, die stellen wir jetzt hier daneben ab. So. Hoffentlich macht es nicht so viel Krach. Oh mein Gott. Okay. Das war ein bisschen lauter, aber Freunde, wir haben es geschafft. Die Jukebox steht. Okay. Alles klar. Hoffentlich ist Franklin nicht aufgewacht. Das wäre nämlich das Allerkrasseste, Leute. Aber gut, die Jukebox steht. Hä? Warte, ich höre mal kurz was. Oh nein! Leute, Franklin hat uns erkannt. Oh nein! Oh Mann. Ja, Franklin. Ja, alles klar. Ich muss zugeben, Franklin, der Weihnachtsmann war sehr beeindruckt von dir. Du warst heute echt ein braver Junge. Du warst das ganze Jahr über sehr brav, hast nichts unsinnig gemacht, hast wirklich keinen Unsinn gemacht. Und aus dem Grund, dein Geschenk ist angekommen. Ich hoffe, du hast viel Spaß damit, Franklin. Und ich wünsche dir ho, 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 schönes Weihnachtsfest, okay? Ja, tschüss. Oh, Mann. Meine, hätte mir wenigstens Plätzchen noch vorbeibringen können. Das hätte ich mindestens erwartet von ihm. Okay, jetzt geht's auf. Hoffentlich kippt unser Schiff nicht um. Das Rentierboot, das Rentier... Voll, Leute, das sieht so cool aus, weil es einfach leuchtet. Okay, wir machen uns auf den Weg, Leute. Denn zum Schluss gibt es auch noch eine echt coole Location, die ich euch unbedingt zeigen möchte. Denn Los Santos hat wirklich etwas Dekoratives umgerüstet. Los Santos hat nämlich einen weihnachtlichen Festplatz aufgesetzt. Und da ist der einzige Zufluchtsort, wo wir uns als Weihnachtsmann verstecken können. Denn es gibt einige, die denken, das wäre hier nur ein Kostüm oder sowas. Und die würden nicht denken, dass ich der echte Weihnachtsmann bin. Und auch mit den Rentieren, die würden glauben, das wäre alles eine Show. Aber wo waren das hier nochmal? Oh, da ist es, Leute.
Die haben sogar eine Riesenratte aufgebaut. Yo, wie cool. Okay, dann müssen wir hier unten parken, Leute. Am besten auf dem besten Parkplatz, den es gibt, Leute, auf diesem Platz. Und zwar nämlich auf dieser Erhöhung, die dort ist. Versuchen wir mit den Rentieren direkt drauf zu landen. Jetzt aber nicht auf dem Riesenrad. Vorsicht, Rentiere. Ah, das wird knapp. Das wird knapp. Und... ja... oh, nein, nein! Oh, nein! Oh, mein Gott, das war keine gute Landung. Ey, Rentiere, geht's euch gut? Ich glaube, ich muss die reparieren. Ich muss die Rentiere zu Lost Hunters Customs bringen. Das war echt eine blöde Landung, muss ich sagen. Aber yo, wir sind angekommen, Leute. Das ist auf jeden Fall dieser Ort. Und hier haben wir auch wirklich viele Weihnachtsbäume am Start. Schneemänner, alles Mögliche, Leute. Oh mein Gott, warte, dir geht's nicht gut. Ey, yo, brauchst du ein Geschenk? Hier, ich gebe dir ein paar Geschenke, komm. So, hier hat der Typ auf jeden Fall ein paar Boxen bekommen mit Essen, damit er auf jeden Fall ausgerüstet ist. Und yo, oh mein Gott. Leute, das sieht ja so krank aus. Ey, ich sag's euch wirklich, das sieht so wunderschön aus. Rockstar Games würde niemals darauf kommen. Die würden niemals darauf kommen, so etwas schön Dekoratives zu machen auf dem Festplatz. Ich meine, die gesamten Straßen sind voller Lichterketten und Zuckerstangen und leuchtenden Rentieren am Start. Es sieht so toll aus, Leute. Und dann auch dieser riesige Weihnachtsbaum. Ich glaube, der ist sogar aktuell noch in Los Santos in GTA Online. Aber so wie das einfach aussieht, ich muss wirklich sagen, wirklich... oh mein Gott. Das ist nicht real. Leute, da ist sogar ein riesiger Weihnachtsmann. Ey, der sieht genauso aus wie ich. Oh, da kommt auch Musik raus aus diesen Dingern. Oh, Junge, Junge. Ich muss sagen, da komme ich wirklich in Weihnachtsstimmung. Das Einzige, was mir im Weihnachtsmann mir fehlt, ist einfach diese Brille, die der hat. Ich muss sagen, oh, Junge, diese Geschenke. Was da wohl drin sein könnte? Vielleicht ein Auto? Vielleicht ein E-Roller? Weiß ich nicht. Und das hier ist sogar, Leute, ein eigenes Igloo? Kann man da reingehen? Ich glaube jetzt nicht, oder? Passt da der Weihnachtsmann durch mit dem Kopf? Oh, ganz knapp, Leute. Aber ganz knapp. Und da drinne ist einfach Wasser und... ein Alien? Was macht hier bitte schon ein Alien? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin auch absolut verwirrt. Aber okay, alles klar. Das ist krass. Das ist wirklich krass, muss ich sagen. Man kommt hier raus, die ganzen Lichterketten. Oh Mann, Leute, da kommt man so wirklich in Weihnachtsstimmung. Ich meine, hiervon, von der ganzen Arbeit, die der Weihnachtsmann heute gemacht hat, kann er sich, glaube ich, auch ein bisschen Erholung gönnen. Also am Ende muss ich sagen, wirklich ein wunderschöner Ort, Leute, wo man eine richtig fette Party feiern kann. Leute, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's von diesem Video. Wie gesagt, morgen um 10 Uhr, Leute, gibt es eine Roomtour inklusive Verlosung, die dann endlich startet. Freunde, es gibt so viele Gewinne wie noch nie zuvor. Macht deswegen damit mit. Ganz einfach, Leute. Teilnahmebedingung wird sein, dass ihr Abonnent auf dem Kanal seid. Deswegen lasst jetzt schon mal ein Abo da, damit ihr es nachher nicht tun müsst. Und Leute, lasst gerne auch einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch frohe Weihnachten ab morgen. Falls ihr dieses Video ein bisschen später seht, dann wünsche ich jetzt schon frohe Weihnachten, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.